Hallo, viele von euch hatten sich ein Video dazu gewünscht, wie ich meine Augenbrauen mache und deswegen gibt es heute meine Augenbrauenroutine. Und als allererstes beginne ich immer damit, die Hälfte meiner Augenbrauen nach oben zu bürsten. Ich mache das mit so einer ganz normalen Spoolie und das hilft einfach dabei, den Blick zu öffnen und dann seht ihr auch nicht mehr so grimmig aus. Und dann beginne ich damit, meine Augenbrauen mit dem Catrice Augenbrauenpuder auszufüllen. Am liebsten mache ich das mit einem abgeschrägten Eyeliner-Pinsel von Zoeva. Und ich beginne immer am höchsten Punkt der Augenbraue. Da habe ich leider keine Härchen, obwohl ich dort nie Härchen gezupft habe. Da wachsen einfach keine. Und ich beginne dann quasi von diesem Punkt aus, meine Augenbrauen nach unten zu verlängern und sozusagen den oberen Rahmen zu schaffen. Und dann beginne ich damit, meine Augenbrauen von hinten nach vorne auszufüllen, sodass das meiste Produkt am Ende der Augenbraue ist. Also dort am dunkelsten ist und sie nach vorne hin quasi weicher wird und der Übergang weicher wird. Und dabei bürste ich das Puder sozusagen in meine Augenbrauenhärchen ein. Das heißt, ich starte am unteren Rand, dort wo die Härchen beginnen zu wachsen und bürste das Puder dann nach oben. Danach bürste ich das Puder dann mit der Spoolie wieder etwas aus. Ich möchte ja, dass meine Augenbrauen nicht aufgemalt aussehen, sondern relativ natürlich. Einfach damit sich das Puder nochmal besser verteilt und man die einzelnen Härchen besser erkennen kann. Dann benutze ich gerne einen Augenbrauenstift. Das ist jetzt der Anastasia Beverly Hills Brow Wiz. Aber es gibt auch ein günstigeres Dupe dazu von NYX. Das ist genauso gut. Das ist der Micro Brow Pencil. Und damit male ich dann nochmal am oberen Rand der Augenbraue entlang, einfach um nochmal eine schärfere Kante sozusagen zu schaffen. Gegebenenfalls bessere ich dann nochmal ein bisschen aus oder fülle bestimmte Teile noch ein bisschen mehr optisch auf. Durch das Ausbürsten habe ich dann manchmal so Farbreste am oberen Rand der Augenbraue und die bessere ich dann einfach nochmal mit dem Rest meiner Foundation, die sich an meinem Make-up-Schwämmchen befindet, aus. Und ganz zum Schluss sette ich dann alles mit dem Alverde Augenbrauengel und bürste meine Augenbrauenhärchen nochmal hoch, dass sie den ganzen Tag auch schön oben bleiben und nicht runterfallen im Laufe des Tages. Hallo, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Ich hatte mal wieder Lust, einen Look zu schminken und habe mich dieses Mal so ein bisschen an dem Make-up von Gigi Hadid orientiert. Ich finde, sie hat immer sehr, sehr, sehr schönes Make-up und deswegen habe ich versucht, so einen typischen Gigi Hadid-Look nachzukreieren. Kurzer Disclaimer, weil ich weiß, dass es bei diesen Videos immer so kleine Diskussionen gibt. Es geht